eine ganze Musikwelt im Kleinen. Das ist The Clarinet Trio Anthology. Es handelt sich bei dieser CD-Box, die aus 7 CDs besteht, um eine sehr detaillierte Auseinandersetzung mit dem Repertoire für Klarinette, Violoncello und Klavier. Wir haben versucht, eine sehr gute und ausgewogene Balance zwischen bestehenden Meisterwerken wie Johannes Brahms und Beethoven und gleichzeitig auch einige Neuentdeckungen einfließen zu lassen, wie zum Beispiel die Trios von Robert Kahn. Daniel, Stephan und ich, wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut und spielen schon sehr, sehr lange zusammen in verschiedensten Formationen. Wir kennen uns privat sehr gut und sind irrsinnig gut befreundet auch. Da macht es doppelt Spaß, dann diese ganzen neuen Werke einzustudieren. Diese CD Opernwerke von Glinka zum Beispiel. Wir haben höfische Musik von Beethoven, von Ries, der Wiener Klassik. Wir haben Werke der Avantgarde, nordische Avantgarde. Wir haben britische Avantgarde. Wir haben viel Volksmusikeinflüsse. Wir haben starke Romantik, sehr anrührende Musik. Wir haben also wirklich ein ganzes Universum an Stücken, die zufällig für Klarinettentrio geschrieben wurden. Aber eigentlich deckt es schon ziemlich genau alle Sprachen und Stile ab, die auch in der Musikgeschichte für andere Besetzungen geschrieben wurden. Wir haben uns sehr oft Gedanken gemacht darüber, wie Komponisten tatsächlich zu dieser Besetzung gekommen sind. Und wir können das an dem Beispiel Gabriel Fauré sehr gut erklären, warum es dann manchmal auch nicht geklappt hat. Denn Fauré hat dieses, wir nennen jetzt mal Klarinettentrio, ursprünglich für Klarinette, Cello und Klavier angedacht, hat auch schon 1,5 Sätze fertig gehabt für diese Besetzung, bis dann sein Verleger gesagt hat, das wird sich nicht verkaufen. Und ihn quasi dazu überredet hat, das Ganze für Geige, Cello und Klavier zu setzen. Und es gab de facto kein Klarinettentrio von ihm. Und uns war es wichtig, seine Urintention zu beleuchten. Daher umso wichtiger, dass dieses Stück jetzt hier als Klarinettentrio festgehalten ist. Ich denke, das Genre des Klarinettentrios hat es wirklich verdient, das breite Publikum anzusprechen. Man kann hier Gesamtmusikgeschichte abgebildet sehen und hören. Das ist, glaube ich, eine Entdeckungsreise für jeden Musikliebhaber, egal ob Klassik oder nicht.